Opi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch, ja, eine Neuheit, die schon seit ein paar Wochen auf dem Markt ist, von Safari Limited. Und zwar haben wir hier den Albertosaurus mit der Nummer 100740. Ja, hier original verpackt in der Tüte und hat hier sogar noch ein kleines Display bzw. ein Blister bekommen, damit es die Beine nicht verzieht. Ihr wisst ja, ich bin nicht unbedingt jetzt Fan von Safari Limited Dinosauriern. Es sind ein paar tolle Modelle mit dabei, aber ich brauche da jetzt nicht wirklich alle. Und wenn sie dann auch noch diesen kleinen Maßstab haben, ja, wo man relativ wenig Details sieht, bin ich dann auch eher raus. Aber ich muss sagen, der hier hat es mir angetan. Ich gucke den jedes Mal an und sehe hier diese Bemalung, dieses Camouflage, diese ja mehr oder weniger Tannfarbe, die sie mir gegeben haben. Und ich finde das Modell klasse. So, und jetzt, wo ich ihn bekommen habe, muss ich sagen, wow, ich bin wirklich absolut positiv überrascht. Er ist nicht wirklich groß. Aber ich finde, sie haben ihn für Safari Limited Verhältnisse echt schön umgesetzt. Ich habe hier auch noch den Stegi Moloch. Die anderen brauche ich jetzt nicht unbedingt, den Ankylosaurus Sul haben wir uns auch schon angeschaut. Den fand ich auch wirklich gut. Ja, hier haben wir auch einen Aufdruck drauf. Nochmal die Modellnummer 100740. Albertosaurus wurde im März 2022 hier abgepackt. Der Beutel hat hier eine Perforation, hier reiße ich es auch auf. Finde ich super, dass sie es am Rand gemacht haben, denn so kann ich die Figur auch wieder in den Beutel packen, wenn ich es nicht in die Vitrine stelle. So sieht er aus und ich finde, er kommt wirklich klasse. Hat eine schöne dynamische Pose, er ist gebogen, wie man sehen kann, und die Proportion etc. Ich finde es recht gut. Klaro, man darf es nicht 1:1 mit dem Fossil oder mit anderen Darstellungen vergleichen. Aber ich sage es nochmal, für Safari Limited Verhältnisse bin ich hier wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Ob das so bleibt, das werden wir im Laufe des Videos hier sehen. Kommt hier mit einem Anhänger, den mache ich mal ganz schnell weg. Anhänger, wie immer, Warnhinweise etc. Und auch hier noch 2-3 Sätze zur Figur, das können wir uns sparen. Steht eh nicht auf Deutsch drauf. Dann hier ein Blister, damit er besser steht. Hier steht auch nochmal die Modellnummer drauf. Sehr schön. Finde ich toll, dass Safari das den Figuren spendiert. Denn es ist eine sehr gewagte Pose. Ich bin gespannt, ob er stehen kann. Achtung, und ach, er steht wie eine 1. Wahnsinn, super. Ja, wie schon gesagt, die Farben haben mich absolut fasziniert. Wir haben hier so ein Türkis mit Hellbraun. Safari hat hier auch noch einen Text dazu verfasst, was er auf der Webseite findet. Und ich würde sagen, bevor wir das Modell hier aus der Nähe anschauen, lasse ich ihn hier 360 Grad drehen, lese euch das Ganze vor und dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Figur hier bei mir abschneidet. Dieser Verwandte des Tyrannosaurus Rex war kleiner und leichter gebaut, aber dennoch ein beeindruckendes Raubtier der späten Kreidezeit. Gefunden im heutigen Alberta, Kanada, glaubten einige Wissenschaftler, dass Albertosaurus möglicherweise zusammen in Rudeln gejagt hat. Dieses Dinosaurierspielzeug ist eine genaue und sehr detaillierte Figur. Sie zeigt, wie Albertosaurus zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte. Er ähnelt T-Rex, seinem Cousin, der einige Millionen Jahre später lebte. Dieser Albertosaurus hat ein Muster aus brauner und aquamariner Färbung, um sich zwischen den Pflanzen und Blättern seines Lebensraumes zu tarnen. Ja, tatsächlich lebte er in der Oberkreide zwischen 72 und 69 Millionen Jahren, wurde 9 Meter lang, lief auf 2 Beinen und war ein Fleischfresser. Ein erwachsenes Tier wog vermutlich zwischen 1300 bis 2500 Kilo. Er konnte sich vermutlich schneller fortbewegen als T-Rex und jagte vor allem pflanzenfressende Saurier. Er hatte wie Messer geformte Zähne in seinem riesigen Maul und tötete seine Beute durch mehrere Bisse. Zu seinen Beutetieren gehörten zum Beispiel Anatosaurus und Lambeosaurus. An den Hinterfüßen saßen 3 lange, scharfe Krallen und eine kürzere Kralle. Am Ende seiner kurzen Vorderarme saßen 2 kleine Krallen. Ja, das zu Albertosaurus, ganz grob, Wissen to go. Und jetzt lasst ihn uns mal
aus der Nähe betrachten. Ja, und auch hier kann ich nur wieder sagen, er kommt besser als auf den Produktbildern. Es ist der Hammer. Ja, Material ist hier ja ein extrem hartes Gummi, wenn nicht sogar echt ein Weichplastik, okay? Bewegen können wir hier nichts, hat also keinen beweglichen Unterkiefer, aber ich beginne hier auch mal mit dem Kopf. Schaut euch das mal an. Das kommt wirklich viel, viel besser als auf den Produktbildern. Das Auge haben sie hier blau bemalt mit einer kleinen schwarzen Pupille. Ist sehr schön. Auch das Farbenspiel am Kopf, dieses Braun mit dem Schwarz, was sie hier über die Augen gesprüht haben, kommt richtig gut. Hier ist ein helles Eck hinterm Auge. Ja, kann ich euch nicht sagen, ob es beabsichtigt ist oder nicht. Ein Farbabplatzer ist es definitiv nicht, aber ich finde, das sieht sehr reizvoll aus, ja, obwohl es auf dieser Seite hier jetzt nicht gegeben ist, aber gefällt mir gut, dieser Fleck, gefällt mir richtig gut. Ihr seht schön den Ring um das Auge herum, sitzt also schön tief drin. Die erhobenen Knochen über dem Auge sind hier nett gemacht. Ja, bei der Größe der Figur kannst du halt jetzt nicht allzu viele Details, was die Schuppen angeht, erwarten, aber sie haben es doch nett gemacht, muss ich sagen. Auch das Nasenloch hier vorne haben sie noch ein bisschen mit Schwarz bemalt. Die Membranhaut hier vorne kann man nicht entdecken. Ja, das meine ich. Das ist halt alles ein bisschen gröber skulpturiert, aber doch so fein, wie es halt ging. Natürlich bei Miniaturen hauen sie noch mehr Details rein. Das finde ich immer schade, dass sie das ihren Figuren nicht zugutekommen lassen. Ja, oder dass der Künstler an solche Geschichten hier nicht denkt. Aber es ist schon gut gemacht. Die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer ist schön gespannt. Also das Maul ist wirklich bis zum Anschlag aufgerissen. Die Zähne nicht allzu lang, aber sie wurden hier entsprechend weiß bemalt. Dann innen haben sie so ein Altrosa genommen. Er hat auch einen schönen Schlund, geht also ein bisschen rein. Auch die Zähne hier unten zu erkennen. Das Rosa glänzt schön. Der Kiefer ist wunderbar schmal geworden. Die Augen blicken auch nach vorne. Das ist schon absolut okay. Von dem her ist es echt gut geworden. Ja? Hier unten sieht man zum Beispiel ganz wenig Details. Aber sie haben es noch mitbemalt in diesem Aquamarin, was mir sehr gut gefällt. Auch im Unterkiefer kann man noch ein paar nette Schuppen erkennen. Man sieht schon um die Lippen herum, um es mal Lippen zu nennen, etwas gröbere Schuppen. Darunter werden sie ein bisschen feiner, kleiner. Aber ich sag's nochmal, echt ein schönes Farbenspiel, auch wie dann hier das Aquamarin beginnt in diesem Braun drin. Das sieht schon echt schön aus. Die Kehlwamme haben sie auch nicht vergessen. Also für die Größe kannst du echt nichts sagen. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Bin echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier seinen Weg zu mir findet. Ne, auch den Gehörgang kann man hier erkennen. Hier noch ein paar Details, was die Schuppen angeht. Am Oberkiefer, die Augen wurden echt sauber getupft. Auch das ist eine schöne Arbeit. Hier die kleinen Schuppen am Unterkiefer zu sehen. Die gespannte Haut hier am Kiefer, die haben sie braun gemacht. Ist absolut okay. Das gefällt mir recht gut. Ich finde den Kopf, das Maul ist auch nicht übertrieben aufgerissen. Es hat, wie ich finde, auf jeden Fall noch einen natürlichen Eindruck. Wird mich interessieren, wie es aussieht, wenn das Maul geschlossen ist, gerade was die Rundung hier oben angeht. Ne, hier ist es ja relativ gerade. Würden die Zähne komplett im Maul verschwinden oder stehen sie über den Unterkiefer drüber? Ja, der Kopf, wie schon gesagt, sehr schön skulpturiert. Wir kommen hier zum Hals, die Kehlwamme wunderbar zu sehen. Auch die hat noch ein paar Schuppen abbekommen. Man sieht die Hautfalten, dieses braune Muster ist klasse. Man sieht, es ist auch ein bisschen schwammig zum Rand hin, ob jetzt beabsichtigt oder Zufall. Aber die Bemalung oder der Druck, besser gesagt, ist klasse. Also mir gefällt es richtig gut, auch wenn die Farben ein bisschen ineinander verschwimmen. Finde ich hier echt schön. Die Farben an für sich gefallen mir recht gut. Ja, auch hier die Schuppen zu sehen, natürlich jetzt keine großartigen unterschiedlichen Schuppen, sind schon relativ gleichmäßig geworden, aber durch die Falten und die Farben hatte schon seine Wirkung, wie ich finde. Ja, die Arme werden hier wieder braun, man sieht entsprechend die Krallen, die sie schwarz bemalt haben, die Krallen sind relativ dick geworden, aber ja gut, wir sprechen hier von einer Spielzeugfigur.
anderen Anspruch hat es hier gar nicht und dafür ist es doch echt gut geworden. Hier sehen wir auch einen Aufdruck, Albertosaurus Copyright 2022 Safari Limited, wurde noch in China hergestellt. Zum Glück, denn die haben noch ein gutes Know-how, ja. Die neuen Länder, oje, da sieht man nicht ganz so schöne Geschichten, ja. Also das hier wurde schon wirklich gut gemacht. Ja, ihr seht das Muster hier und da, die Farbe nicht komplett drauf gedruckt. Ihr seht, da blitzt dieses Aquamarin ein bisschen drunter durch, ist aber nicht schlimm. Schöne tiefe Falte vom Oberschenkel her gesehen. Man sieht hier auch ein bisschen überlappende Haut, was mir ebenfalls gut gefällt. Die Unterseite auch noch leicht beschuppt. Die Innenseite der Schenkel ebenfalls. Schaut euch diese schöne verlaufende Farbe hier an. Ja, sieht aus wie eine Airbrush-Arbeit. Echt schön. Du fragst dich ja heute, wurde hier noch was mit Hand bemalt oder ist es rein digital bedruckt worden? Aber das sieht schon gut aus. Hier noch ein bisschen Sprühnebel von diesem Aquamarin. Aber ist gut gemacht, gibt es für mich nicht zu meckern. Hier auch schöne Falten hinterm Oberschenkel zu sehen. Und ja, ihr seht halt dieses Muster. Ist es nicht klasse gemacht? Echt schön, eine tolle Arbeit. Ja, Props an den Skulpteur, an den Designer von diesem Albertosaurus. Das ist schon echt klasse geworden. Auch hier die braunen Streifen gehen hier noch nach innen weiter. Ja, und laufen hier braun zusammen nach hinten. Schön, auch diese Streifen im Braun wirken richtig, richtig schön. Klasse. Der Oberschenkel nicht übertrieben muskulös skulpturiert, sondern wirklich glaubhaft. Das gefällt mir gut. Das Muster ist auch nicht auf beiden Seiten gleich, wie ich hier gerade sehe. Nein, das ist ebenfalls ein Plus. Hier schön die Beckenknochen zu sehen. Hier und da wurde es nicht ganz sauber gegossen, aber auch damit kann ich leben. Ich sehe hier jetzt keine auffällige oder unschönen Gussnarben oder Gussnasen. Das ist schon alles gut gemacht. Hier schön die hängende Haut zu sehen. Auch der Oberschenkel nicht übertrieben skulpturiert. Dann hier der Übergang in die Knie, in die Waden. Die Farben sind so schön, echt so super geworden. Hier sehen wir auch die drei Krallen, die sie ebenfalls sauber mit Schwarz bemalt haben. Und es geht hier auch rundherum. Nicht spitz, da Spielzeug, klar, hier noch eine leichte Hautfalte an den Füßen zu sehen. Auf beiden Seiten die Innenkralle steht hier auch noch ein bisschen ab, zumindest halt die Kralle an und für sich. Auf dieser Seite jo, steht die ebenfalls ein bisschen ab, ist okay. Ansonsten die Kralle an für sich, der Zeh ist angelegt, Unterseite wurde nicht mehr skulpturiert, damit er gut stehen kann, ist in Ordnung. Das Schambein kann man hier sehen, die Kloake haben sie ja auch skulpturiert, jawohl. Noch schön, wie die Haut hier weiterläuft in den Schwanz rein. Auch hier der Druck, klasse geworden. Man sieht so einen leichten Farbquetscher, aber ich finde es nicht wirklich schlimm. Also sieht nicht unschön aus. Und die Spitze hinten läuft dann wieder braun zu. Also das ist schon echt klasse gemacht. Klasse gemacht. Absolut stimmig. Dieser Skulpteur hatte Lust an seiner Arbeit. Der hatte Spaß, hier ein schönes Modell zu machen. Und es kommt hier einfach rüber. Echt klasse. Die Schuppen ziehen sich halt, wie schon gesagt, ziemlich gleichmäßig durch. Da gibt es jetzt keine Unterschiede. Oder hier irgendwie größere Schuppenplatten. Ja, es ist nicht schlimm, denn es ist echt eine kleine Figur. Klaro, Feinheiten, Luft nach oben gibt's immer, aber komm, ist in Ordnung, der Preis ist auch in Ordnung. Ihr kriegt es zwischen 12 und 14 Euro, da kannst du nichts sagen. Kleiner Fun Fact, die Figur wurde anfangs, als er nach Deutschland kam, mit einem falschen Preis ausgezeichnet. Ja, und die ganzen Einzelhändler haben es dann übernommen. Die Figur wurde erst für 24 Euro verkauft. Ja, und dann haben sie es aber nach einigen Tagen runterkorrigiert auf ja zwischen 12 bis 14 Euro. Ja. Also es tut mir leid für alle, die den hohen Preis hier bezahlt haben. Ich meine, das wäre dann auch wieder eine Geschichte gewesen, wo ich ausgestiegen wäre. Ja, aber so ist es okay. Also das, was man für das Geld hier bekommt, ist absolut okay. Er bleibt stehen, ist vollkommen in Ordnung. Falls ihr die Figur aber nicht in die Vitrine stellt, sondern irgendwie in Boxen aufbewahrt, behaltet es unbedingt, steckt ihn da wieder drauf, damit es die Beine nicht verzieht. Denn wie schon gesagt, es ist ein festeres Material. Und die wieder hinzubiegen, ja, man sollte es so gut erhalten, wie es nur geht. Schaut euch diese Farb
Verläufe an. Das ist doch, es ist eine Wonne. Es macht mir richtig Freude, richtig Spaß, die Figur hier anzuschauen von allen möglichen Richtungen. Auch die Form, wie es hier skulpturiert wurde, schön dynamisch festgehalten, das Ganze. Also wirklich. Und dann halt auch noch dieses Muster. Ich bin hier absolut positiv überrascht, wie gut der kommt. Ich sag ja, besser als auf den Produktbildern. Das muss man ganz klar so sagen. Echt ein Schmuckstückchen, ja. Die Bemalung ist megamäßig gewagt, aber passt super zu diesem Albertosaurus hier. So, was haben wir denn hier für eine Größe? Wenn ich hier einfach mal von der Kopfspitze, vom Maul bis zur Schwanzspitze gehe, komme ich hier auf 25,5 cm und eine Höhe am Kopf, am Nacken gemessen von, ich würde mal sagen, 10,3 cm. Ja, das ist auch der höchste Punkt. Also, Safari Limited, liebe Grüße und Hut ab vor dem Künstler, der das hier umgesetzt hat. Sei es von der Skulptur als auch von der Bemalung her, das ist wirklich sehr gut gelungen. Ich freue mich, dass er steht. Ihr seht ja, er wackelt ein bisschen, ja, aber er bleibt stehen, ist in Ordnung. Die Bemalung, Kopf, Körper, sauber geworden, auch wenn man hier ein paar Quetscher sieht. Mich stört's nicht wirklich. Die Farbübergänge, die Farbverläufe, gerade was das Airbrush angeht, super schön geworden. Am Kopf nichts verschmiert, die Zähne nicht verschmiert, die Augen sauber getupft, super. Also absolute Empfehlung von meiner Seite her, der Albertosaurus mit der Nummer 100740. Eine Neuheit von Safari Limited, gibt schon seit ein paar Wochen zu kaufen. Ich habe mich noch ein bisschen rumgedruckst, aber letztendlich, wenn man ihn vor sich stehen sieht, ist das eine Bombengeschichte. Ich bin gespannt auf den Stegi Moloch, ja, wieder so eine Dino-Denner-Geschichte. Aber auch der gefällt mir gut. Es gibt auch noch einen anderen Dino, dieser braune mit den Streifen. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Da bin ich definitiv raus. Das ist nicht meine Welt, aber dieser Albertosaurus, wow, super schönes Modell. Wenn auch nicht ultra realistisch, wenn auch nicht die ultra hammermäßigen Details in der Beschuppung, Kopf und so weiter und so fort. Dennoch ein absolut schönes Modell für die Sammlung. Ja, damit würde ich sagen, bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.